Der Ford Focus hat hier auf dem Kanal ja schon das ein oder andere Video absolviert. Jetzt steht er hier wieder vor der Kamera. Ich habe ihn mir wieder hier in die Redaktion kommen lassen. Und zwar aufgrund des neuen Motors hier unter der Motorhaube. Denn hier werkelt zwar der bekannte 1 Liter 3-Zylinder EcoBoost Motor. Der wurde allerdings jetzt elektrifiziert mit einem Mild-Hybrid-System. Und da wollen wir natürlich herausfinden, wie sparsam ist jetzt der EcoBoost-Motor mit dem Mild-Hybrid-System geworden. Wir haben eine Leistung von 155 PS, weiterhin aus einem 1 Liter 3-Zylinder Turbo-Benziner mit maximalen 190 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze sorgt dann für eine Beschleunigung von knapp über 9 Sekunden auf 100 und eine Topspeed von knapp über 200 Stundenkilometern. Wir fahren ihn hier in der durchaus stylischen ST-Line, allerdings mit nicht so stylischen Winterrädern hier. 16 Zoll, also man muss schon sagen, 17 Zoll ist ja serienmäßig bei der ST-Line. Da schaut er jetzt irgendwie auch nicht sonderlich hübsch aus, vielleicht auch nicht wegen diesem Obsidian-Schwarz. Das ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl für die Lackierungen. Dennoch wollen wir jetzt einfach mal herausfinden, was verbraucht der Wagen? Wir schicken ihn auf unsere bekannte Verbrauchsstrecke, das heißt 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn, VMAX 140 womöglich und 50% Überland. Und dann schauen wir mal, was unten bei herauskommt. Natürlich gibt es dann noch auch einen Fahrbericht und wir schauen einfach mal, was im Hause Ford zum Beispiel der Vergleichstest macht mit dem Puma EcoBoost Hybrid, den ich ja auch schon auf der Verbrauchsfahrt hatte. Das wollen wir mal herausfinden. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann bleibt dabei, schaut euch das Video an, abonniert natürlich auch gerne den Kanal als kleine Honorierung meiner Arbeit. Das Ganze gerne liken und teilen, aber vor allem auch kommentieren. Mich interessiert, was ihr zum Ford Focus EcoBoost Hybrid sagt. Und jetzt viel Spaß! Next level.
Da sind wir angekommen am Ende und schauen als erstes auf den Verbrauch logischerweise. 5,7 Liter hat der Bordcomputer gesagt, 5,6 Liter habe ich getankt im Durchschnitt. Das heißt, ein sehr respektabler Wert. Wir schauen kurz nochmal, was der EcoBoost Hybrid im Puma verbraucht hat. Das war 0,1 Liter im Durchschnitt mehr. Der ist allerdings im Sommer gefahren worden und der hier jetzt im Winter knapp über Gefrierpunkt stetig 22 Grad, schön Heizleistung, Lenkradheizung, Sitzheizung, also er musste schon ein bisschen was leisten. Der Motor gefällt mir richtig gut, der 1 Liter 13er EcoBoost. Was hat er denn so Positives? Das 48 Volt System hat ihm viele Sachen positiv verbessert, zum einen das Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich, denn da kommt der Elektromotor und boostet ein wenig. Damit hat er dann mehr Kraft und fährt sich schöner unten rum. Des Weiteren, das Start-Stopp-System funktioniert jetzt bedeutend schöner und wird auch häufiger dann von mir benutzt, denn der Motor geht einfach wirklich blitzschnell aus und blitzschnell wieder an. Da ist nichts mit Schütteln oder Ähnlichem, wie man es sonst vom Dreizylinder kennt. Das ist hier komplett passé. Auch sehr schön, durch die Rekuperation in die Batterie hinein, wo der Elektromotor als Generator fungiert, haben wir eine erhöhte Bremsleistung im Schubbetrieb, so wie wir es früher aus Motoren kannten, mit großem Hubraum, die dann wirklich im quasi schon kaum bremsen mussten, weil eben da sehr viel Bremsleistung vom Motor vorhanden war. Das ist jetzt sozusagen wieder zurück und das gefällt mir sehr gut. Ein bisschen unschön ist das Pedalgefühl, denn es ist hier auch so, sobald wir auf das Bremspedal gehen, wird erst einmal die Generatorleistung des Elektromotors erhöht und erst dann, wenn die überschritten wird, dann werden die Klötze an die Bremsscheibe angelegt zum Bremsen. Das merkt man besonders stark, wenn man dann auskuppelt und dann kaum noch Bremsleistung da ist und dann das Bremspedal auch ein bisschen teigiger wird. Also aus dem Grund ist das vielleicht der einzige Punkt, den man dem Ganzen negativ so ein bisschen ankreiden kann. Ein weiterer Negativpunkt des 1 Liter Dreizylinders ist die Zylinderabschaltung, die man ihm gegeben hat. Also es wird ein Zylinder abgeschaltet im Teil Bereich und das wird sehr, sehr häufig auch gemacht und das spürt man sehr deutlich. Denn bei leichter Last, die immer noch anliegt, fängt der Motor dann stark an zu vibrieren. Man hat auch ein bisschen dröhniges Geräusch dann zu hören und das fühlt sich dann wirklich unschön an, sodass man dann immer geneigt ist, entweder noch mehr vom Gas runterzugehen oder ein bisschen mehr aufs Gas zu gehen, dass der dritte Zylinder dann wieder dazu geschaltet wird und der Motor einfach harmonischer läuft. Hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man die Zylinderabschaltung komplett rauswirft bei Ford. Denn in meinen Augen bringt sie einfach keine wirkliche Einsparmaßnahme im realen Verbrauch. 32.150 Euro kostet übrigens der Focus EcoBoost Hybrid, so wie er hier steht, mit der ST-Line. Würde ich da was verändern an der Ausstattung? Ja, nehmt bitte vollvariables LED-Licht mit rein. Es kostet nicht allzu viel und es ist wirklich viel wert, denn wenn man dann nachts unterwegs ist, sieht man einfach deutlich mehr als mit den normalen LED-Scheinwerfern, die hier serienmäßig verbaut sind. Ansonsten auch hier der kurze Punkt zum Puma, quasi gleich teuer, dafür aber bedeutend vielfältiger. Wir haben hier einen großen Kofferraum, wo über 1600 Liter Stauraumvolumen reingeht. Wir haben ein unheimlich tolles Platzangebot im Fond. Da kommt der Puma einfach nicht mal ansatzweise mit. Ist ganz klar, für mich wäre der Focus, auch wenn ich ihn optisch vielleicht nicht so schön finde wie den Puma, das bessere Fahrzeug. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr wollt, was ihr an Kritik, Anregungen oder Erfahrungen mit dem Ford Focus zu berichten habt. Gerne unten in die Kommentarbox. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr es nicht noch schon getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.